Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 26. November. Ich grüße wieder an dieser Stelle und wir wollen heute auf den Loni schauen, auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sich unverändert in einer interessanten charttechnischen Ausgangslage befindet. Dann mal kurz vorab in den Stundenchart schnell gehuscht. Wir hatten hier am 18. November, also vor kurzem erst, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier schon im Fokus. Und da ging es auch darum, dass wir hier mit Ausbruch über diese Trendlinie, diese Abwärtstrendlinie und Überwindung dieses Widerstandslevels hier mögliches Potenzial nach oben sehen könnten. Das geschah auch tatsächlich, doch letztlich erfolgte hier kein Startschuss für einen signifikanten Ausbruch. Wir sahen dann vielmehr hier das Scheitern am Hoch vom Vorvortag sozusagen hier im Bereich von 1,3370 knapp. Ja, letztlich gab es dann hier einen tiefen Rückschlag sogar noch während des Späthandels und der Markt hier dann wieder in Richtung 1,3250 zurückgekommen und Sie sahen jetzt hier oder sehen jetzt hier unlängst, gerade mit Blick auf das kurzfristige Chartbild, wildes, volatiles Geschwanke ohne richtige, klare Ausrichtung einer Trendtendenz und das ist aber hier im übergeordneten Bild schon eine ganz andere Situation. Ja, gerade mit Blick hier auf den Wochenchart auf mehrere Jahre sehen wir hier eine schöne Bodenbildung. Klassische Untertassenformation ist bereits bekannt. Grundsätzlich hier aber der Drive nach oben wahrscheinlich noch nicht beendet. Und wenn wir uns hier das große Bild anschauen, daher auch nochmal dieser Chart, befindet sich jetzt hier oberhalb des Levels von 1,30. Ja, also hier dem Hochpunkt hier aus 2009 grundsätzlich luftleerer Raum und man hat hier perspektivische Preissteigerungen in Richtung 1,38, 30, 1,40 vor Augen, definitiv 1,40 als runde Marke und hier mit diesen Hochs von 2003, 2004. Sicherlich schon über ein Jahrzehnt zurück, keine Frage, aber das ist eigentlich erst der nächste signifikante Widerstand auf großem Chartbild und insofern hier nach den jüngsten Impulsen, Konsolidierungsphasen hier insbesondere im Oktober, sieht es so aus, als würde sich hier eben ein neuer Aufwärtsimpuls anschließen können. Der Rücksetzer grundsätzlich damals hier angedacht, ein Stück weit schneller vollzogen als angedacht, aber jetzt sind wir im Prinzip hier in diesem Squeeze, wenn man hier ganz klassisch ABCD-Formation hier sozusagen erwägt, dann hat das hier den Anschein, als könnte der kanadische Dollar hier durchaus noch nach oben rausziehen. Nichtsdestotrotz liegt unverändert hier eine bärische Divergenz vor, auf Wochenbasis anhand des RSI-Oszillators. Das muss nichts bedeuten, ist aber eine Indikation, dass hier die letzten Aufwärtsimpulse ein Stück weit mit Schwäche erfolgten und nicht den starken Drive hatten, wie dies eben hier zum Beispiel Ende 2014, Anfang 2015 der Fall war. Grundsätzlich aber, und da gehen wir jetzt vom Wochenchart in den Tageschart, hier auch untergeordnet eine, ja, durchaus konstruktive Struktur. Auch hier der Markt zuletzt nicht ganz die Rücksetzer vollzogen in Richtung 1,3230, nur ganz knapp hier an diesem einen Tag, aber es hätte hier mit dem neuen Zwischenhoch und diesem Angriff hier auf das Mehrjahreshoch, was hier bei 1,3457 markiert wurde, hätte es eigentlich noch einen stärkeren Impuls nach oben geben können. Das geschah wie gesagt nicht, aber der Markt befindet sich, wie gesagt, immer noch in einer interessanten Ausgangslage. Jetzt ist eben die Gretchenfrage, und jetzt justiere ich mal hier die Pfeile ein Stück weiter, ob wir hier nochmal einen tieferen Test sehen oder ob es das schon war, der jüngste Rückgang. Hier direkt am EMA 20 rote Linie kurz davor schon gestoppt. Auch wenn wir hier uns den Rainbow jetzt nochmal kurz reinholen, ist die Situation auf Tagesbasis hier höchst bullisch. Wir sehen den aufgefächerten Rainbow, Konsolidierung, die unteren trägeren gleitenden Durchschnitte sind alle noch in Tendenz gewesen. Hier die kurzfristigen schön eingetaucht, also alles im Rahmen, wie sich das auch hier sozusagen technisch durch jetzt die zuletzt neuen Reaktionshochs, tieferen höheren Reaktionstiefs immer wieder anschließt. Das Scheitern unlängst hier im Bereich 1,34 eben ist jetzt so ein Stück weit eben die vorsichtige Präferenz, dass man sagt, okay, hier kann noch viel passieren. Der Markt könnte auch theoretisch noch ein Stück weit tiefer nach unten gehen. Faktisch sollte es nicht, und das wäre dann definitiv für Swing Trader auf Basis der K.O., wenn der Markt hier nochmal unter 1,3050 rausgeht aus dem Tageshandel. Also so ein tiefer Rücksetzer wäre definitiv ja, ein Verwerfnis für einen direkten Ausbruch. Oberhalb dessen kann sich aber hier, wie gesagt, in dieser Range relativ viel abspielen. Unter Umständen sogar eben mit diesem kleinen Rücksetzer bislang auch schon eine direkte Aufwärtsperformance. Denn Sie wissen, am Freitag, und heute ist zwar Donnerstag, aber Freitag haben wir
dem bullischsten Handelstag beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mit 76% positiver Schlusspreise. Das ist eine klare Ansage an die Bullen für die Bullen, dass es hier freitags aufwärts gehen kann. Der Witz an dieser Sache ist nur heute Thanksgiving, die US-Börsen geschlossen und auch am Freitag dann nur verkürzter Handel. Das lässt so vermuten, dass die Liquidität ein Stück weit einschlafen könnte. Aber der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar bleibt interessant, insbesondere eben neben Intraday-Möglichkeiten auf der Swing- und Positionstrading-Basis. Soll heißen, wenn der Markt hier oben rauszieht über 1,3450 deutlich, dann ist hier Potenzial in Richtung 1,40 gegeben und da sprechen wir eben über rund 450, 500 Pips. Das ist eine ganz interessante Ausgangslage. Der Markt, wie gesagt, hier im Dezember ja jetzt ohnehin voller Spannung. Also wir haben hier die Non-Farm-Payrolls, die wohl wieder die Zinsspekulationen antreiben dürften. Dann eben die EZB, die auch noch bereit steht, da entsprechende Maßnahmen zu begreifen oder anzugehen. Und noch vielmehr eben die Fed, wo es eben dann darum geht, speziell auf den US-Dollar bezogen, wie hier die zukünftige Reise aussieht. Gibt es nun Zinsmaßnahmen direkt oder nicht oder wieder eine Verschiebung in 2016? Grundsätzlich hier jede Menge Potenzial für Bewegung und für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wäre das, wenn es ein neues Mehrjahreshoch gibt, sicherlich ein Startschuss für eine starke Bewegung. Wenn wir aber auf die Saisonalität schauen, dann ist zu sehen, dass es hier so ein Stück weit zäh in den September, in dem Dezember, vom November ausgehend hier nach oben geht, aber dann zum Ende des Jahres. Umgekehrter Fall, die Austral-Dollar-Pairs in diesem Fall zum Beispiel gehen hier alle steil nach oben. Ich zeige es mal kurz beispielsweise, der Loonie, also der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, aber dann mit einem anderen Bild. Ja, das ist sehr interessant zu sehen, dass hier die Rohstoffe, die Rohstoffwährung hier speziell eben nach oben schießen, gerade während der ja, liquiditätsarmen Zeit Mitte, Ende Dezember. Und der Austral-Dollar beispielgebend hier eben signifikant steigend rein saisonal und der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar signifikant fallen. Das passt zwar aktuell nicht zu den Trendbewegungen, kann aber hier eine Indikation sein, dass es eben doch, wenn es hier im Dezember jetzt kein Feuerwerk nach oben gibt, gerade für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar durchaus auch eine Konsolidierungsphase noch geben könnte, aber wie gesagt, im Dezember könnten hier die Korken fallen. Charttechnisch nochmals über 1,3450 ist hier im Prinzip der Bulle wieder zurück und dann dürfte es signifikant nach oben gehen. Saisonalität hin oder her. Der Markt hat dann hier trendfolgend sicherlich mehr Chancen auf der Oberseite weiter einzusteigen. Umgekehrt, wenn wir hier zunächst 1,32 unterschreiten, ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier 1,3060 nochmal testen, 1,3064 früheres Hoch. Und wenn wir speziell unter 1,3050 gehen, hat sich das im Prinzip bullische Setup komplett erledigt. Das mal zu den Rahmenbedingungen zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Wir wären im Prinzip heute schon durch. Mal sehen, heute ein Tag der, ja, des Münzwurfes. 51% hat nicht wirklich eine Signifikanz, aber morgen und Montag, wie gesagt, grundsätzlich für den Luni eigentlich bullisch, rein statistisch saisonal betrachtet. Warten wir mal ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.